Dritter Zar, 4 Uhr morgens. Es ist bitterkalt und Schnee fällt auf die Stadt Valusa. Wenige Rauchsäulen von den Häusern dringen nach oben. Das Brennmaterial ist teuer dieser Tage, genauso wie frisches Wasser. Ihr starrt in die Dunkelheit. Das Flirren des Schnees vor euren Augen macht euch fast verrückt. Heute verirrt sich sicher niemand, um hier zu kuscheln. Die Straßen sind nicht beleuchtet. Fackeln oder Öllampen werden woanders gebraucht und ihr müsst euch vollkommen auf die Geräusche verlassen. So steht Ephadaios gerade neben Myria in einer der Gassen oben auf den Häusern oder daneben auf dem Unterboden und ja, schaut in der bitteren Kälte nach rechts und nach links, ob sich irgendjemand nähert. Ah, euer Gnaden. Ja, Myria. Was machen wir jetzt eigentlich? Also wissen wir, wie wir dann vorzugehen haben? Auf was für ein Signal warten wir dann? Nun, das Beste ist natürlich, wenn gar kein Signal kommt. Das dürfte heißen, dass der Übergang wie geplant, die Übergabe wie geplant vonstatten gegangen ist. Nun, und ich schätze, wenn es lauter wird und wir Waffengeklirr hören, nun, dann kommt es zum Kampf. Okay, also wir warten hier jetzt einfach und wenn alles gut läuft, dann müssen wir gar nichts tun. Genau. Ja, du siehst auch, wie ihr echt bitterkalt ist, wie sie die Arme um ihren Körper umschlungen hat mit dem dicken Wams, den sie angezogen hat. Wie gesagt, es ist mitten im Winter, 4 Uhr nachts, ihr standet die ganze Nacht in der Kälte, auch habt gewartet. Und ja, nur Brindigian, der hat das gerade warm, der sitzt mit seinen Maraskanern irgendwo in der Kneipe, der Gasse gegenüber und wartet von dort, um dann Leuten den Weg abzuschneiden. Würfel einfach mal eine Sinnenschärfeprobe auf, ja, Sicht. Das erschwert in der Dunkelheit um 8 Punkte. Schnee fällt natürlich auch, aber. Ich jetzt, oder? Nee, Ephadaios. Das ist gelungen. Modifier ist eingetragen. Dann hast du kurz das Gefühl, dass du etwas erkannt hast. Ganz kurz, nur ein Flirren. Bei dem Schnee fiel das natürlich doch umso weiter auf. Rostig rot. Eine Ratte? Hast du es gesehen, Möja? Was? Nein. Tut mir leid, Euer Gnaden. Was denn? Sie schaut sich so ein bisschen um. Dachte, ich hätte was gesehen. Es müsste jetzt langsam so weit sein, oder? Weiß es nicht. Ich kann die Sterne nicht erkennen. Also, ich habe das nie gelernt. An der Sonne kann das Jahr lang ablesen, aber als er mal zu lange in die Sonne geguckt hat, da hat er sein Auge verloren. Ah, habe ich mich auch schon gefragt, wie das passiert ist. Das Ich war werde nur mal ein Witz. nachschauen. Ich werde mal nachschauen, was das war. Sieht ja hier relativ unausfällig aus, bis auf meinen Effort Bart. Wenn ich gleich pfeifen sollte, rennst du mit dem Effort Bart zu mir, dann ist etwas schiefgegangen. Okay? Also ihr wollt den Effortbart nicht nehmen? Sie Nein, nimmt der den. wäre zu auffällig, falls alles nach Plan läuft. Ja, ihr seid ja mit eurer weißen Rüstung sehr getarnt. Nun, unter meiner Kutte, unter meiner Effort-Kutte, nun, wenn man den Schmuck der Geweihten nicht trägt, kann man einfach mit einem Bettler verwechselt werden. Okay. Also, ein Pfiff ist das Signal, falls etwas schiefgelaufen ist. Derweil bei Brindigian in der Kneipe. Du hattest dich zurückgezogen in den toprischen Hof. Die Stimmung ist gut. Selbstverständlich wisst ihr, dass kein Alkohol getrunken werden darf. Und so sitzt ihr alle, ja, mit sowas wie Dünnbier herum. Da ist natürlich wenig Alkohol drin, aber naja, Wasser kann man hier auch nicht ausschenken, weil reines Wasser ist sehr, sehr teuer. Teurer als Alkohol. Ja, Ja, und dann. Brindisian hat sich einen Platz irgendwo am Fenster gesucht. Man kann ja mit ein bisschen Glück sogar fast in die Gasse reinsehen, Ja. wenn man sich dann passenden Platz sucht. Und ja, da sitzt Brindisian jetzt und hat sein Getränk irgendwie neben sich stehen, aber ist eher auf das Fenster, auf die Gasse konzentriert. Ja, die Frauen unterhalten sich, die Verletzungen von Mylen Jida, die sie im Kampf gegen die Risso
beigebracht bekommen hat, sind so, dass sie nicht sterben wird, natürlich nicht, aber sie würde sich aus dem Kampf erstmal zurückhalten. Die anderen scherzen gerade darüber, wie sie einer Maraske im Dschungel begegnet sind und wie sie dann so ein bisschen mit dem Tier gespielt haben. Na, was man eben als Maraskaner so tut, wenn man die giftigen Tiere nicht so respektiert, wie man es machen sollte. Du siehst, dass die Straßen sehr leer sind. Du kannst, du kannst da oben jemanden erahnen, aber auch nur, weil du weißt, dass sie da sein müssten. Ansonsten, die wenige Bewegung, die dann von ihnen ausgeht, ab und zu wird mal ein bisschen Schnee von der Kleidung geputzt, von Jaroslaus Topfenstrudel und auch von der knappen Frieda zum Blütenfeld, aber ansonsten würde man es kaum sehen, wenn dort oben jemand liegt. Ja, du wartest auch auf das Signal, wie auch immer das aussehen sollte. Jalan kannst du unter dem Bogen nicht erkennen, das ist dann einfach zu schwarz, zu finster. Ja, ich halte mir so nach Leuten Ausschau, die jetzt nicht von uns sind, ob jetzt irgendwie wer die Straße entlang geht vor unserem Fenster oder ob tatsächlich jetzt irgendwann demnächst mal jemand in die Gasse einbiegt. Ah, bisher noch nicht. Auch keine Liebespaare. Wie gesagt, es ist einfach zu kalt. Die waren ja die letzten paar Tage eigentlich sonst immer da, wobei du erst seit einem Tag oder einer Nacht dann hier bist. Hattest also nicht wirklich viel Zeit, aber man hat ja auch in der Kneipe gesagt, dass das wohl ein sehr, sehr beliebter Ort ist, wo man sich dann trifft für ja einige Romanzen. Warum auch immer das so ist, genau das weiß keiner. Man erzählt ja wohl auch noch, dass vor ungefähr 5 Tagen gab es hier eine Begegnung bei einem Brunnen. Da ist wohl irgendein Tier, saß da wohl unten in dem Brunnen drin und hatte dann ja irgendwelche komischen Laute gegeben. Man hatte auch eine Fackel runtergeworfen, um zu gucken, was das ist. Aber ja, wirklich viel konnte man da nicht herausfinden. Irgendwann war das Tier auch wieder weg. Also was auch immer das war, bestimmt größer als ein Frosch. Was man sich hier eben so erzählt, wenn die Nächte lang sind. Ja, so Geschichten habe ich vielleicht auch noch ein oder andere zum Besten zu tun, aber so an Gesprächigkeit mangelt es heute Abend etwas, vor allem weil es ja mit den späten Abendstunden wird, wahrscheinlich auch schon mal schwer, die Augen offen zu halten. Zum Glück sitze ich im Warmen, aber naja, die Zeit verrinnt nur sehr langsam. Ja, wie gesagt, sehr muschelig warm. Also Brennholz fehlt natürlich, aber in den letzten Tavernen wird das noch dann die Restwärme sein. Ich will mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Hast jetzt die letzten paar Tage durchgemacht, dadurch, dass du auf dem Schiff hattest so nicht ganz so viel zu tun, aber jetzt gerade in der letzten Nacht mit dem Löschen des Brandes, jetzt, wie gesagt, du sitzt eine ganze lange Zeit hier. Ah, da wird man auch so ein bisschen müde. Kannst es aber noch unterdrücken und noch ein bisschen Wasser oder Dünnbier um die Augen herum, so nochmal so wach zu werden, nochmal so einen kleinen Kick zu kriegen. Und damit wechseln wir zu Jalan. Und Wascha. Wascha, würfel doch einfach mal eine Sich-Verstecken-Probe. Du saßt jetzt ziemlich lange in deiner dicken Kleidung, eingemummelt, aber bist sehr kälteempfindlich, hast du festgestellt, und die Kälte nagt an dir. Du bekommst 1W6 Kälteschaden. Ja. Zusätzlich bitte die Sich-Verstecken-Probe, um zu gucken, wie gut du dort als Bettler in einer dunklen Ecke sitzt und unauffällig, ja, wo dich hin brabbelst oder gar nichts tust. Und den W6 Kälteschaden. Das sind dann. Ja. Gut. Jala, in deiner Rüstung, schwarz-tobrisch, stehst du dort, die 2 Personen vor dir gehen auf dich zu. Eine etwas schlanke Gestalt mit Zobelpelz bekleidet, die wohl ebenso friert wie du, wie dir auffällt. Allerdings bewegt sie sich sehr filigran und anmutig, ganz im Kontrast zu der anderen Person. Die steht jetzt, ist dort einfach stehen geblieben, schaut in die Dunkelheit nach oben. Hat sie irgendwas gesehen? Du weißt, dass dort oben deine Söldner sitzen mit der Armbrust im Anschlag. Du siehst, wie die Person den Kopf hebt und ganz wie ein Hund die Nase in den Wind streckt, eine Fährte aufnimmt. Schnupp. Die Person ist wesentlich breiter und steht schief, als ob ihre Schultern verkrümmt wären, und ist nur mit Lumpen bekleidet, die wohl kaum wärmen. Du hast wahrscheinlich noch zittern gehört, aber jetzt ist sie plötzlich sehr, sehr still.
Trotz des Schnees auf dem Boden gab es von der zweiten Person ein scharrendes Geräusch über das Pflaster. Und dann steht die erste Person vor dir, wie gesagt sehr filigran, etwas kleiner als du, und mit einer, ja, du kannst es riechen zuerst. Trotz deiner blutenden Nase kannst du etwas riechen. Jasmin, ein Parfüm. Das ist definitiv eine Frau und mit einer solchen Stimme, ja, liebreizend, ja, beginnt sie ein Gespräch. Es ist nachtschwarz unter diesem Bogen, nicht wahr? Aber nicht so schwarz wie das Blut in meinem Inneren und das Metall, das ich halten werde. Du spürst, wie eine Gänsehaut über deine Schultern läuft. Weiteres Blut kommt aus deiner Nase und rinnt in einem dünnen Rinnsal über deine Oberlippe und du schmeckst es metallisch. Wir werden beobachtet. Ziehe die Augen nicht vom vermeintlichen Gesicht meiner Gesprächspartnerin weg. Da sie noch weiter an. Sicher? Sie sitzen über uns. Ich weiß nicht, wie viele es sind, aber ich habe definitiv mehr als 4 gezählt. Bringen wir die Sache besser schnell über die Bühne und sehen zu, dass wir hier fortkommen. Ihr steht hier seit einiger Zeit im Schatten. Eine Weile, ja. Ihr habt sie nicht gesehen? Ich habe viele Leute gesehen, aber niemand erschien mir der Beachtung würdig. Wir sollten uns vielleicht fragen, warum dort eine Menge Leute sitzen und auf uns warten, mit ihren Armbrüsten. Sie winkt die zweite Gestalt heran und die, nachdem sie wie gesagt stehen geblieben ist, kommt dann mit ihrem schiefen Schritt und schiefen Gang auf dich zu. Wieder scharrt es über den Boden. Es klirrt leicht metallisch. Halte Stand und warte ab, was passiert. Ja, die Gestalt kommt näher und greift dann an den Rücken. Du kannst kurz sehen, wie die Kapuze zurückgeschlagen wird, mehr aus Versehen. Es handelt sich dabei, ja, fast um einen Jungen. Nicht älter als Myria, du würdest ihn vielleicht auf 15 Jahre schätzen. Was tut ein solcher Junge hier so verkrümmt? Fahl, blass, ausdrucksloses Gesicht. Greift er an seinen Rücken und holt einen, ja, einen schweren Gegenstand hervor, den er dir in die Hand drückt. Er ist eingeschlagen in Lumpen. Ich nehme den Gegenstand, schlage mal ganz außen an der Ecke den Lumpen ein wenig zurück, um einen Blick auf das Innere zu erhaschen. Ja, dir als Schwertkämpfer ist das natürlich ein sehr vertrautes Gewicht und auch eingeschlagen weißt du, wo die Parierstange ist. Schlägst es einmal zurück und kannst dann ein pechschwarzes, leicht glimmendes Schwert erkennen. Alles, Herzschlag. ich drücke den Lumpen so schnell wie möglich wieder darauf. Ecke einmal. Seid ihr nicht etwas jung für solche Art Geschäfte? Wir sollten uns verziehen, bevor unsere Beobachter auf die Idee kommen, Dummheiten zu machen. Wie wollt ihr nun das Schwert transportieren? Das ist nicht mehr euer Belang. Der Bodengang ist vollbracht. Mehr müsst ihr nicht wissen. Geheimhaltung, ihr versteht. Also gut, dann soll es so sein. Sinnenschärfeprobe von Wascher und auch von ja, Jala, selbstverständlich. Plus 8. Noch taub und blind. Ich möchte einen Chip einsetzen, um den 19 neu zu würfeln. Reicht leider nicht. Reicht nicht. Bei 10. Mir fehlen auch 3, so wie Wasche. Ja, dann siehst du zunächst nichts. Nur eine weitere kurze Bewegung am Ende der Gasse.
Was möchte Ephadaios tun? Du hast gesehen, wie zwei Personen in die Gasse eingebogen sind. Kurz vor dir. Ich möchte weiter die Gasse runtergehen. Und wenn ich auf der Höhe von der Gasse bin, einmal einen Blick reinwerfen. Und bereite mich aber auch darauf vor, normal weiterzugehen. Du schmeckst es auf deiner Zunge. Eisen, rostig. Du ordnest es kurz zu. Ist das Blut auf deiner Zunge? Derweil kann Jalan beobachten, wie sich wohl irgendetwas unter der Haut dieses kleinen Jungen windet. Wie Maden, die an seinem Gesicht nach oben und unten kriechen, unter dem Fleisch. Du siehst, wie er wohl das Gesicht leicht verzieht. Sonst kaum eine Regung auf dem ausdruckslosen Gesicht, aber er scheint Schmerzen zu erleiden. Ich möchte hier dann doch ganz gerne weg. Ich wende mich dann ab. Gehe in die Richtung, aus der ich gekommen bin. Beziehungsweise in die Richtung, aus der die beiden nicht gekommen sind. Wie weit komme ich, bevor mir ein Dolch im Rücken versinkt? Ich bleib sitzen und beobachte das ganz genau. Wenn da einer ja dann angreifen würde, möchte ich gerne agieren. Ja. Dann, in welche Richtung drehst du jetzt ab? Nach da? Sagst du mir, ich nehme an, sie kommt von hier. Genau, sie kommt von hier und gemeinsam mit ihm. Du weißt nicht genau, woher sie gekommen ist. Ephadaios saß zumindest hier. Er ist jetzt von hier runtergegangen und plötzlich standen diese beiden irgendwo hier. So, okay. Und du könntest jetzt eben an ihr vorbei oder an den beiden vorbei oder hier in Richtung von Brindigian. Dann wende ich mich ab in Richtung Brindigian, trete unter dem Ornalinenbogen hervor und gehe. Ich zwinge mich nicht zu rennen, während ich diese Straße herlang schreite. Versuche erstmal bis fast ans Ende zu kommen, bevor ich etwas weiteres tue. Du bist vielleicht nicht mehr ganz so gut im Sehen, gerade wenn es dunkel ist mit deinem kaputten Auge, beziehungsweise das Verbliebene, was dir noch geblieben ist, aber umso besser kannst du hören und wascher kann es sehen. Der Junge, 15 Jahre alt, geht in die Knie und scheint Schmerzen zu erleiden. Er öffnet seinen Mund und Wascher kann es erkennen. Du siehst Reißzähne. Und dann das, was sich unter dem Fleisch gewunden hat. Die Maden bilden sich aus zu kleinen Hörnern, die aus seinem Kopf hinaus wachsen. Wascher, du kannst ihn flüstern hören. Bitte töte mich. Er spricht nicht zu dir, sondern ganz allgemein. Ganz allgemein zu der Gasse. Dann will ich ihm doch seinen... Also sieht er aus, als würde er sich gerade verwandeln, oder wie kann ich mir das vorstellen? Magiekunde. Oh Gott. Während sie das einschätzt, möchte ich ganz gern den Daumen und den Zeigefinger der linken Hand in den Mund nehmen und einen lauten Pfiff ausstoßen. Keine Ahnung. Das war ein Wartesignal. Brindigian, du siehst, wie Jalan gerade aus der Gasse auf dich zukommt. Eine schwarze Gestalt, aber das Wappen, das schwarztorische Wappen kannst du hier erkennen. Du siehst, wie er auf dich zukommt, seine Hände an den Mund nimmt und einmal laut pfeift. Ja, Brindigian geht erstmal näher ans Fenster, als er überhaupt irgendwas sieht, kneift die Augen zusammen und spätestens als der Pfiff kommt, wendet er sich dann an seine Bruderschwester und sagt, geht raus, es geht los. Und läuft dann auch selbst zur Tür. Perfekt. Ich würde auch gerne noch was machen, Frosty, da ich meine Probe verkackt habe und keine Ahnung, was er da macht und ich einfach nur dafür ausgehe, will er löst werden, möchte ich gerne von hinten auf ihn zu. Erbendolch habe ich ja sowieso schon dabei. Oh. Ja. Ich will versuchen, ihn zu erlösen. Das ist unsere Aufgabe. Du hast den Schlangendolch, der dir gegeben worden ist von der Ingrim, beziehungsweise ist keine Ingrim-Geweihte, aber eine Spiedin und sie hat ihn Rondra weinen lassen, richtig? Genau. Ich weiß zwar, es ist nicht Ronda-gefällig, jemanden von hinten umzubringen, aber wenn er darum bittet, kann ich eine Götter- und Kulte würfeln, weil das weiß ich jetzt gut hier auch nicht. Ja, versuche einfach mal eine Götter- und Kulte-Probe. Dir ist ja auch nicht bekannt, dass er Ronda geweiht ist. Wurde mir das nicht gesagt? Ja, doch, also es hieß, doch, ich glaube sogar, es hieß, er wurde Ronda geweiht, aber was das für Auswirkungen hat, weißt du nicht. Also sowohl IT als auch OT, keine Ahnung, dass das ja, deswegen... Auf ihn.
Ja, Everdaios steht jetzt hier irgendwo an der Gasse, ist ja vorbeigegangen, konntest dann noch das Blut auf deinem Mund schmecken und hast jetzt auch den Pfiff gehört. Everdaios drückt sich an die Hauswand hier, wartet, guckt die Gasse hoch, wo Myria gleich kommen wird und spricht zu den Göttern. Gib mir Firon, Herr Effert und all die übrigen Herrscher Alvarans, gebt mir Kraft und Stärke, euren Feinden zu widerstehen. Euch selbst im Angesicht dessen zu preisen. Mehr Stärke. Ich wirke einen Märtyrersegen. Ein Märtyrersegen? Bitte beachte die Liturgie-Dauer. Ich weiß nicht, wie viele Kampfrunden oder wie viele Aktionen der dauert, aber wir gehen jetzt. Okay, ja. Gut. Dann gehen wir jetzt in die Initiative. Würfelt bitte einfach mal aus. Ich habe schon für den Legionär und für Lutinde eine Initiative gewürfelt. Warte, hier stimmt was nicht. Da kommen noch zwei Punkte drauf. Ja, keine Sorge, ihr habt die Zeit, die ihr braucht. Die Söldner agieren alle auf die 13. Das heißt, die müssen zuerst. Es ist quasi egal, aber Lutinde zieht vor. Sie beginnt zu zaubern. Was das für ein Zauber ist, wird euch gleich klar sein, wenn ich sie auf der Initiativeleiste von der 16 auf die 30 schiebe. Sie akzeleriert. Das heißt, am Ende der Runde ist sie fertig. Die Söldner. Auf den Pfiff hin beginnen die Armbrüste zu schießen. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Und zwar auf... Er hat nichts Spezielles angesagt. Zunächst wird wohl Lutinde angegriffen, weil ein kleiner Junge, der sich gerade auf dem Boden windet, wird nicht als Feind angesehen. Das sieht gar nicht so gut aus. 1, 2, 3 Stück. 3 Leute treffen. So, könnt ihr mal bitte die Schadenspunkte auf Lutinde mit dem roten Marker eintragen? Natürlich. Lutinde hat einen Rüstungsschutz von 3 und sie bekommt einmal 5 Schaden. Das heißt 2 SP. Dann bekommt sie 10 Schadenspunkte. Plus 3. Und sie Trefferpunkte minus 3. Also Rüstungsschutz abziehen. Und einmal 4 plus 4 sind 8. Könnt ihr da bitte den Schaden eintragen, die Tinte. Wie viele LEP hat sie denn oder tragen wir dann den Schaden ein? Genau, ihr tragt den Schaden bitte ein. Die LEP sind für euch egal. Ist gemacht. Dann kannst du ja auch noch eine Wunde drücken. Mhm. Und Lutinde ist damit erst einmal beschäftigt. Wie gesagt, sie wird selbst akzelerieren. Die Söldner sind durch. Wie sieht's aus mit eurer Initiative? Wascher, was hast du? Ich hab 17. 17. Stehst du bei Fedaios und Jalan ist auf der 16? Ist auf der 16. Ich habe 14 gewürfelt, aber da kommt noch einer weg von Rüstungsgewöhnung und einer bei vom Manatalwender. Brindisian, du bist dran. Ja, Brindisian hat wahrscheinlich noch ein paar Meter zu laufen. Also, ich würde jetzt erstmal zu der Ecke gehen, um erstmal zu sehen, wer da wo steht und was macht. Mal Überblick verschaffen. Orientier. Also, Inni erhöhen brauche ich ja nicht, da bin ich ja schon ganz oben. Aber ich bin wahrscheinlich noch gar nicht so weit, dass ich eingreifen kann, oder? Also laufen muss ich definitiv erstmal. Genau, also du musst so oder so eine Aktion Position. Ich muss gerade mal schauen, das sind dann 15 Meter, also 1,5 mal 10 ist der Maßstab. Das sind dann 15 Meter. Also da kommst du nicht mit einer Aktion hin. Ja, dann wende ich die 2 Aktionen auf, um dahin zu laufen. Ich muss erstmal wissen, mit wem ich hier kämpfe. Ja, die Maraskaner folgen. Was ist deine Geschwindigkeit? 8 müsste das sein. 8, sagen wir nicht, dass du sprintest, sondern dass du einfach 2 Aktionen auch mit Tür auf und durch die Taverne, ich sag einfach mal 1,6. Ja, wie gesagt, sind dann hinter dir, neben dir. So, dann ist Jalan dran. Ich, wenn ich Brindisian kommen sehe, wie weit ist der von mir weg? Warte kurz. 6 Meter. Oh, 6 Meter. Mache ich 2 Aktionen Schritt für 4 Meter und schleudere dann
das Schwert zu ihm hinüber. Ich rufe, während ich gehe, noch: Brindisian, nimm! Und stoße. Ja, Brindisian fängt. So. Moment, was hast du gesagt? Du nimmst zwei freie. Nee, du eine ganze Aktion? Zwei freie Aktionen Schritt, um die Strecke auf 4 Meter zu kürzen. Wieso 4 Meter? Ja, zwei Aktionen Schritt, also zweimal einen Schritt, macht 6 Meter minus 2 sind 4. Okay, ja. Und ich nehme an, ich kann während dem Reden zwei Worte sagen. Ja, das ist okay. Gehen. So. Schleudere ihm dann, wenn mich das noch eine Aktion kostet, das Schwert entgegen und ziehe mein eigenes. Was möchtest du ziehen? Meine anderthalb Hände. Anderthalb Bänder, okay. Das jetzt ein Schildhirnball zu friemeln, dauert zu lange. Ja, nee, ist nur wichtig, ob du jetzt anderthalb Bänder oder den Schreitkolben ziehst, den du bekommen hast. Ephadaios, ohne Waffe stehst du jetzt an der Ecke. Myria möchte auf dich zulaufen, beziehungsweise orientiert sich selber einfach mal und sieht dich da stehen, läuft auf dich zu. Du bist dann mit Beten beschäftigt, beziehungsweise möchtest den Märtyrersegen auf dich selber wirken. Am Ende der Aktion, also am Ende der zwei Aktionen, steht der Myria mit dem Effortbart dann bei dir. Wascha ist dann. Wascha, du saßt bis eben immer noch da und jetzt könntest du ihn anspringen. Ich hatte ja einen Dolch, das heißt, würde es als Meuchelangriff zählen? Prinzipiell ja. Also wenn du jetzt einen dreifachen Schaden machen möchtest, er hat dich noch nicht gesehen, weil die Probe war halt gelungen, aber also er ist selber gerade noch nicht im Kampf. Wenn du von vorne kommst, würde er dich aber sehen. Muss gerade der Token ist freigegeben. Da hat er auf die hier. Knie und hustet. Ja, genau. Und so, also deswegen dachte ich, der wäre abgelenkt. Ja, er ist abgelenkt, aber du kannst ihn nicht meucheln, weil du nicht von hinten kommst. Das ist also nur eine Erleichterung von 5 Punkten, weil er, beziehungsweise, Moment, ich muss gerade überlegen, er ist auf den Knien. Auf den Knien ist eine Erleichterung von 3 Punkten. Ja. Oh, und die Überraschung gilt nicht dann noch? Beziehungsweise... Weil je nachdem würde ich mir dann gezielten Stich erschweren, dann kann ich ihn nämlich wenigstens gezielt, wenn ich ihn schon nicht meucheln kann. Ich muss gerade gucken, kniend ist minus 1. Dann gebe ich dir... Nee, er ist nicht überrascht. Er ist nicht überrascht. Er ist ein meisterhafter Kämpfer, er ist nicht überrascht. Du bekommst nur minus 1 für liegend, für kniend, Entschuldigung. Okay, kein Problem. Dann, wie gesagt, von vorne, du hast einen Punkt, den ich dir schenke für kniend und den Rest kannst du dir halt überlegen. Siehst jetzt, wie mehrere Armbrustbolzen von oben hinunter auf Lutinde prallen. Nee, weil ich möchte einen gezielten Stich machen, also muss ich ja die Rüstung von ihm wissen, wie viel Rüstungsschutz er hat, weil da geht ja die Hälfte nochmal mit drauf für den gezielten Stich. Es sei denn, du rechnest das später ab, wenn ich meine Attacke gemacht habe, dann musst du mir sagen. Ich verrate jetzt die Rüstung, ich muss gerade nochmal schauen. Moment, rechne einfach mal aktuell mit einem Rüstungsschutz von 3. Okay, es ist ja ein halber Rüstungsschutz. Also anderthalb. Aufgerundet, ja. Sind 2. Aufgerundet 2, ja, also 1, die eine erschweren ist, okay, alles klar. Mit Konzi musst du dann gucken. Dürfte aber eigentlich geschafft sein. Ja, dann würfel mal deinen Schaden. Ja. Ganz kurz, wo finde ich in Fantasy Grounds meine Waffe irgendwie? Weiß ich nicht, ist die noch nicht eingetragen? Dann, wenn du das sie selber nicht eingetragen hast, dann du müsstest. Unter Ach doch, hier, Dolch, alles klar. Genau, den Aber Dolch. Ich habe den Schlangendolch nicht drin, ich habe nur einen normalen Dolch. Ja, ist einfach 1W6 plus wahrscheinlich 1, ne? 1W6 plus 1 für einen ganz normalen Dolch. Ja. Ich weiß nicht, ob ich vorhin noch irgendwas. Ein gezielter Stich ist ja eigentlich Autowunde, deswegen. Genau, du merkst, wie du sein Fleisch durchbohrst, dann auf einen weiteren Widerstand trifft, der da nicht sein sollte. Okay. Ist es zu spät umzuwandeln, zu sagen, ich steche aber nochmal tiefer rein, weil... Natürlich, also du hast schon gewürfelt, es ist jetzt keine Zeit mehr für irgendwas... Okay. Das war deine erste Aktion. Gut. Der Legionär von Jakmonit, der muss gar nicht irgendwie umwandeln oder sowas. Der verwandelt sich weiter und du kannst erkennen, wie Hörner nicht nur aus seiner Stirn ausbrechen, sondern wie sich auch seine Haut wandelt und er knorrig wird. Das ist wohl der Widerstand, der jetzt gerade deinen Dolch auch rausdrückt. Du siehst, wie dein Dolch rausgeschoben wird und die Wunde wieder zuwächst. Oh Gott.
Dann richtet er sich auf, die Verwandlung ist abgeschlossen und vor dir ragt eine riesige, grauenhafte Gestalt empor.